sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Ich bin auf das Zentrum, das Internet aufmerksam geworden, habe selber recherchiert aufgrund einer lange bestehenden Krankheitsgeschichte und über meinen Chef und Behandler auch sind wir dann hier gelandet, weil er selber da auch schon Erfahrungen hatte aus seiner Klinikzeit in Würzburg. Nein, also wir hatten Kontakt aufgenommen und haben relativ schnell einen ersten Termin bekommen für eine Erstvorstellung. Da war ich sehr überrascht, dass das so zügig vonstatten ging. Und auch danach, als es darum ging, die Therapie zu starten, auch relativ zeitnah das möglich war. Der erste Eindruck war sehr kompetent, sehr freundlich, hilfsbereit und auch wirklich auf alle Belange, dass auf alle Belange eingegangen wird, vorher, währenddessen und jetzt so im weiteren Therapieverlauf. Also ich war relativ gut vorinformiert, weil ich mich viel eingelesen habe, über meinen Chef und Behandler auch gut informiert war. Deswegen konnte ich mir schon einiges vorstellen. Nichtsdestotrotz, wenn man dann selber in der Kammer sitzt, ist es was anderes, als wenn man es nur liest. Und man kann sich das eben nicht vorstellen. Also ich war gut eingelesen, aber es war dann doch ein bisschen anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich persönlich empfand die Maske als unangenehm, weil man so ein bisschen gegen Widerstand ein- und ausatmet. Das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, man kann sich dran gewöhnen. Ich persönlich habe es noch nicht so ganz wirklich. Es ist schon ein bisschen anstrengend, die lange Zeit so zu sitzen in einer Position, wo, obwohl es gemütlich ist, aber man kann sich nicht so bewegen. Es ist ein bisschen anstrengend. Es ist nicht schlimm, aber es ist ein bisschen anstrengend. Das ist zumindest mein Empfinden. Ja, anfangs habe ich gelesen, versucht zu lesen, was manchmal ein bisschen schwierig ist, auch mit Brille, mit der Maske, die Positionierung ist ein bisschen schwierig. Und jetzt im weiteren Lauf der Therapie lässt meine Sehkraft so ein bisschen nach zwischendurch, deswegen wird das Lesen schwierig und ich versuche, mich zu entspannen und zu dösen, die Zeit zu nutzen. Also eine Herausforderung ist tatsächlich der zeitliche Faktor. Die Fahrzeit ist eigentlich kein Problem, wenn nicht gerade stundenlang Stau ist. Also ich hatte jetzt in Spitzenzeiten 2 Stunden Anfahrt morgens. Wenn man parallel berufstätig ist, ist es natürlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ob der Arbeitgeber mitspielt, ist das eine. Wenn er mitspielt, ist es schön, ist es trotzdem so für den ganzen Tag anstrengend, das zu planen und zu terminieren. Das muss aber jeder für sich, denke ich mal, da schauen, wie es am besten passt. Also es hat sich durchaus was verändert. Insofern eine Wundheilung, die vorher immer schwierig war, deutlich besser ablief. Eine Schmerzsymptomatik sich jetzt schon verbessert hat, die über wirklich mehr als 10 Jahre besteht und kaum in den Griff zu bekommen war. Was noch schwierig ist, ist aber noch relativ Anfang der Therapie. Deswegen erwarte und erhoffe ich natürlich, dass es da weiter positiv geht und dass das dann auch schlussendlich wirklich den Erfolg verspricht. Also ich kann absolut nur die Therapie weiterempfehlen. In welchen Bereichen ist jetzt schwierig für mich, ist es halt ein relativ komplexes Geschehen. Aber von Patientenberichten, die mit in der Kammer sitzen, kann man nur sagen, eine absolute Empfehlung. ein bisschen schon. Es ist schon aufwendig und ein bisschen stressig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja.